mit der Nummer 43. Einen ganz großen Riesenapplaus für den Innerhofer Manuel. Er war der heutige Favorit und er hat es wirklich auch geschafft. Der zweifache Startmeister im Berglauf und der zweifache Sieger beim Kultusbergrun. Das kann jetzt mal gleich ausgestellt werden in den dreifachen Sieger beim Kultusbergrun. Super! Herzliche Gratulation. Gratulation. Wahnsinn! Jetzt uns fast die Feuerwehr immer holen. Ja. So. Manuel, Gewalt. Wahnsinn! Der Innerhofer Manuel, der heutige Sieger von der 15. Auflage des Kultusberg Run. Und er kriegt lang lang jetzt nicht. Und wir sind gespannt, wer dann als zweiter bei uns daherkommt. Also, wo du die Abkürzung genommen hast, die weiß ich noch nicht. Voll offen. Ich habe ihm heute schon erwähnt, also es ist die 15. Auflage, 2004. Ist das erste Mal gestartet worden. Damals noch alles ein bisschen anders. Da waren wir mit der Küchenuhr im Ziel die Zeit nehmen. Seitdem hat sie viel tun und es ist wirklich ein super Team, die da jedes Jahr gemeinsam eine ganz tolle Veranstaltung auf die Füße stellen. Der Veranstalter der RSV wäre cool das. Und ja, ich glaube für viele ist wirklich schon ganz ein fixer Termin im Rennkalender. Ist das dein Bruder? Jetzt sehe ich die nächsten zwei Läufer. Dann legt sie noch mal. Der Bruder als Verfolger. Der Innerhofer Hans-Peter. Applaus für uns als Zweiten. Mit der Nummer 44. Der Innerhofer Hans-Peter. Ein Top-Athlet, ebenfalls mit seinem Bruder. Bravo! Super! Bravo, herzliche Gratulation. Und gefolgt von der Nummer 55. Das ist der Frick Gelb aus Meran. Er ist dreifacher Sieger am Kultusberg und ist heuer das 9. Mal dabei. Und kaum zu glauben, aber hinter ihm schon unsere erste Dame mit der Nummer 57, ein sehr bekanntes Gesicht herum am Kultusberg, die Maya Andrea. Sie ist die sechsfache Berglauf-Weltmeisterin, heuer das 13. Mal dabei und sie hat eben auch 2008 von den Damen die bisherige Bestzeit beim Kultusberg Run aufgestellt. Und da als Vierte durchs Ziel, also eine unglaubliche Leistung. Jetzt geht es noch langsam Schlag auf Schlag mit der Nummer 84. Kommt uns ins Ziel, der Windauer Daniel. Er ist der Anwärter auf den Sieg für die Kombiwertung Kultusberg Classic und Run. Und hinter ihm mit der Nummer 54 der Kunst Marco aus Rosenheim. Leider noch mit der Nummer 72 kommt der Eichinger Raphael, ein Spitzen-Triathlet aus Innsbruck. Unglaubliche Leistungen von den Herren und von der Dame. Meter haben sie geschafft, 590 Höhenmeter. Jeder, der das schon einmal da aufgelaufen ist oder auch schnell gegangen ist, der weiß, was das Fahren fordert. Mit der Nummer 47 nähert sich der nächste Herr und das ist der Sterni Ricardo. Er ist der Sieger vom Kultusberg Run 2015 aus Italien. Die nächste Startnummer, die ich da erkenne, das ist die Nummer 23. Und ich habe jetzt gerade auch das Gesicht, das kenne ich. Der Leitner Richard aus Wattens. Er ist ebenfalls der Anwärter auf dem Sieg von Kultusberg Classic und Run von der Kombiwertung. Und hinter ihm mit der Nummer 68 der Windauer Christian aus Schlitters. Der mehrfache Tiroler Meister beim Mountainbike und Straßenrad. Gefolgt von der Nummer 70, der Gräber Roman, ein Top-Athlet im Radfahren und Laufen,
Dahinter die Nummer 66, der Bina Daniel. Oh Mann. Und gefolgt ist der verfolgt von der Nummer 88, der Lindner Robert vom Wattenberg, der heuer das 11. Mal dabei ist. Ja, es ist super, dass Sie immer wieder da dabei sein. Wir sind wieder aufgehoben. Da können schon die nächsten. Mit der Nummer 37, da werden wir überholt. Kaum zu glauben, dass da noch so viel super. Energie da ist, der Ball. Lungen, oder? Ja, ja. Der hat mich überholt, die Nummer 11. Wie warst du da über Facebook? Daniel. Und das ist der Leitungsdorfer Florian. Leider ist er mit der Nummer 47. Der Sicher Tim. Der Richard, der hat so gehört. Andi aus Wien, der heuer das 13. Mal dabei ist. Mit der Nummer 25 sind der Traxenreiner. Und jetzt sehe ich die zweite Dame, die sich dem Ziel nähert. Das ist mit der Nummer 53 die Freitag Karin. Sie ist die fünffache österreichische Staatsmeisterin im Marathon. Mit der Nummer 92 sind der Schneider Günther aus Wattens. Unglaubliche Leistungen und jetzt sehe ich, kommen da wirklich schon ganz viele wieder da um die Kurve. Mit der Nummer 106 nähert sich dem Ziel der Huibrecht Wilfried aus Innsbruck. Er war auch letztes Jahr, er war heuer beim Kolsusberg Classic 2018 dabei. Die Nummer 76 kommt daher. Und dahinter 115 und 125, jetzt geht es halt schnell, ich schaffe gar nicht mehr alle Namen. Ich sehe die Nummer 96, das ist der Rubisäuer Lukas aus Jemach, gefolgt von der Nummer 103, der Heinz Joachim. Und am Ende von dieser Gruppe, der da kommt, ist die Nummer 59. Und das ist der Jäger Karl-Heinz, ein Tour de Tirol-Läufer aus Innsbruck. Die Nummer 50, der Holzknecht Peter, dahinter die Nummer 52, der Ehrenstraße Christian aus Kolsas. Und da will nun jemand vor, das ist jetzt nicht mehr ganz ausgegangen. Leider hinter mit der Nummer 100, der Büringer Rhein. Der nächste Herr nähert sich dem Ziel mit der Nummer 13, der Zangal Robin. Der ist heuer das 10. Mal dabei. Die Nummer 11 ist durchs Ziel, der Hessenfleisch von Michael. Und gleich dahinter die Nummer 99, der Gröll Konrad, gefolgt von der Nummer 18, Köll Thomas aus Innsbruck. Und auch im Ziel jetzt die Nummer 46, der Meier Marcel. Sowie die Nummer 74, der Waldhard Markus. Die Nummer 19 ist der Adel Erich aus Münster. Es sind jetzt 39 Teilnehmer und Teilnehmerinnen im Ziel. Leo, und Leo, du stehst gerade mit im Ziel. Jetzt. Wahnsinn! Bravo! Applaus für ein Top-Nachwuchsläufer aus Stand mit der Nummer 63, der Ewald Felix aus Stand. Unglaublich, gefolgt von mit der Nummer 29, der Maas Heiko aus Kolsas, ein Lokalmatador. Er ist unser Sponsorvertreter, der Wiener Biermann. Und dahinter mit der Nummer 97, der Moser Markus. Die Nummer 107 ist im Ziel. Das ist der Rat Christian und gleich dahinter mit der Nummer 6, der Kreisbaumer Armin aus Tom. Applaus für Nennemann Moritz. Und dicht dahinter die nächste Dame mit der Nummer 67. Das ist die Moosmutter Sophia vom Südberg, eine Tiroler Spitzenbergläuferin. Es ist gewaltig, wer da alle dabei ist. Wir fahren mit dem gelben Leistung.
Wirklich herzliche Gratulation an alle. Burma, geht's mal ein bisschen auf Zeiten, man sieht ja die Leute nicht da. Mit der Nummer danke. 33 nähert sich der Mara Hansel aus Innsbruck. Und dahinter wieder die nächste Dame. Mit der Nummer 39, die Ulzig Ludmila. Sie ist eine Tiroler Top-Athletin im Laufen und Langlaufen. Mit der Nummer 102 kommt ins Ziel der Hurt Mari Michael aus Stornach am Brenner. Der nächste, der sich nähert, ist mit der Nummer 15, der Pluga Moritz aus Fomt, der heuer auch das 9. Mal dabei ist. Und dahinter wieder eine Dame mit der Nummer 119. Das ist die Fritz Moni aus Holzkirchen. Gefolgt von der Nummer 51. Der Hasi Peter Georg aus Innsbruck. Und gleich dahinter die Nummer 105. Das ist der Schofeni Hannes aus Absam. Es nähert sich die Nummer 45 dem Ziel. Das ist der Fritz Peter. Eben aus Innsbruck. Und Achtung, nochmal da stehen, gefolgt nehmen. Von der Nummer 49, der Gori Rili André, der heuer auch das 9. Mal dabei ist. Und dahinter wieder eine Dame mit der Nummer 61, die Erlacher Katharina. Gefolgt von der nächsten Dame mit der Nummer 24, die Helfenwein-Vollmann Regina aus Mills. Die ist die Anwärterin auf dem Sieg vom Pulsesport Classic und Bern, also die Kombiwertung bei den Damen. Mit der Nummer 64 der Ewald Michael aus Stans. Gefolgt von der Leute vielleicht nochmal knapp da hinten, die Nummer 34 und die Nummer 71. Mit der 34 haben wir den Lössner Martin, der heute das 12. Mal dabei ist. Und die Nummer 71, der Brennfond aus Schwarz. Es nähert sich die Nummer 122. Das ist der Mara Peter aus Kolsas, ebenso heuer das 10. Mal dabei. Es werden heuer ein paar geehrt, die das 10. Mal beim Kolsasberg Run dabei sein. Hinter ihm die Nummer 104, der Butcher Martin aus Dauer, der heuer das 12. Mal dabei ist. Und es kommt wieder eine Dame ins Ziel mit der Nummer 56, die Fritz Sarah aus Maran. Die ist heute uns das erste Mal dabei. Super, dass du da bist. Dahinter, Achtung, 118 und 117. Zwei junge Burschen. Mit der Nummer 118 ist der Wesentliche Tobias und dahinter Wesentliche Felix vorne aus Mills. Bravo, super! Und mit der Nummer 1, der Reitmeier Helmut aus München. Er ist der Altersklassen-Weltmeister 1944 geboren. Herzliche Gratulation, echt eine unglaubliche Leistung. Die nächste Dame des Zichtes Henning mit der Nummer 123 nähert sich die Susanne Ebner aus Wehr. Sie war vor Jahren die österreichische Meisterin im Straßenradfahren. Jetzt wird es nochmal knapp da hinten. Da ist, wird nochmal überholt. Mit der Nummer 94 sieht da der Plattner Richard aus Wappens, der heuer das 8. Mal dabei ist, der ist mir vorbeizogen an der Nummer 98, die Radulovic Mirka aus Völl. Super! Jetzt mit der Nummer 48 im Ziel der Moritzbacher Marcel und der hat da nur den Sigi, den Moritzbacher Sigi, überholt. Der Moritzbacher Sigi kennt sich da wohl gut aus, die Strecke glaube ich schon wohl bekannt. Die Nummer 85 kommt durchs Ziel, gefolgt von der Nummer 78 und 95. Nummer 95, der Delfino Massimo aus Seewelt, ein Gast aus Italien. Herzlich willkommen bei uns am Kultusball. Die Nummer vom Hund.
Danke schön. Wir haben jetzt 75 Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Nein, der ist schon gleich schon auf den ganzen Haus geklopft. Ja, deswegen hat er sich auch geklappt. Und ich sehe die Nächsten, die sich den Ziel nähern. Aber nicht weit. Aber das haben sie letztes Jahr schon abgeklopft. Wenn sie nur auslaufen. Mit der Nummer 79. Ein bekanntes Gesicht im Werk Kolsas. Mit der Nummer 79, der Platner Roland von Kolsersberg. Ein exzellenter Fußballer. Super, dass er immer da die Fußballer vertreten sein. Er ist verfolgt vom Rettel Stefan aus Jenbach. Und gleich dicht dahinter mit der Nummer 110, der Rita Martin von aus den Rhein. Ja, das nächste Gesicht, das kennt man auch in Kolsas. Mit der Nummer 86, der Gustav Samuel. Aus Kolsas, ein Lokalmatador aus Kolsas. Verfolgt wird der Samuel von der Nummer 108, ebenso ein bekanntes Gesicht, die Ebner Gabi. Und hinter der Ebner Gabi, ebenso ein bekanntes Gesicht, der Corrigan Benjamin mit der Nummer 82. Die Gabi, unglaublich, aber die Gabi ist eine der wenigen, die heuer bei der 15. Auflage des Kolsas waren, das 15. Mal dabei ist. Und mit der Nummer 77 nähert sich dem Ziel der Steinlechner Stefan, ebenfalls ein exzellenter Fußballer. Mannerfenster Fußballer. Und mit der Nummer 4. Hi Junge, super. Der Finnbach Holgen. Bravo, super, unglaubliche Leistung. Er war also beim Junior Kolsersberg Classic dabei. Das ist heuer erstmals eine neue Wertung auch, gibt's da. Der Junior Kolsersberg Classic mit dem Rad und dann der Kolsersberg Run. Da machen sie heuer im Erstmals eine Junior-Wertung und da wird sicher ein paar heiße Duelle heute geben haben. Super, seid ihr Spitze! Ja, Es nähert sich der nächste Teilnehmer dem Ziel. Mit der Nummer 9, der Grisch Volkmar aus Pfaffenhofen. Hallo, hopp, 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 hopp. Er hat ebenso jetzt die 5250 Meter hinter sich. Mit der Nummer 27 sehe ich die nächste Dame. Das ist die Maas Elisa aus Kolsas. Sie ist die Anwärterin auf dem Sieg Kolsersberg Classic und Run. Alle gut vertreten von dieser Familie. Der Papa war schon im Ziel und jetzt die Elisa, herzliche Gratulation. Super. Mit der Nummer 116 ist die Elisa verfolgt worden. Vom Bixler Emanuel aus Innsbruck. Dahinter, mit der Nummer 31, der Motor Alfred. Er ist heuer auch zum 10. Mal dabei. Das ist die Sonderehrung heuer für die 10. Teilnahme. Herzliche Gratulation. Und jetzt die Nummer 83. Das ist, das können auch viele noch herum. Der Hausmann Andreas von Kolsersberg, er ist heuer auch das 10. Mal dabei. Herzliche Gratulation. Gefolgt von der Dame von der nächsten. Und hat gesagt, er macht heute das Schlusslicht. Wenn wir mal schauen, ob er das dann auch einhält. Er hat gesagt, wenn ich trinke, kriegt keiner mehr. Nur ist er wohl noch nicht in Sicht. Ja, Wahnsinn! Wohin geht's mit? Bin ich ein Schauer, ha?
Ich habe heute schon gesagt, also die 15. Auflage. 2004 war das erste Mal der Stall für den Kultusball geworden. Und ganz ein paar sind wirklich heuer das 15. Mal dabei. Wir haben schon viele bekannte Gesichter am Kultusball herum gehabt. Und es ist natürlich auch immer super, wenn einige lokale Matadore sich überwinden und auch dabei sein. Als nächstes nähert sich mit der Nummer 91 wieder eine Dame dem Ziel. Applaus für die Semanova Maria aus Wattens. Bravo! Herzliche Gratulation, Maria. Sie ist wirklich eine Spitzenleistung, wenn man das schafft, da aufzuwachen. Ein herzliches Dank natürlich dazwischen einmal an die ganzen Helfer und Helferinnen. Die Athleten und Athletinnen, die machen eine Wahnsinnsleistung, aber auch die Helfer und Helferinnen sind ganz wichtig. Wenn die nicht waren, dann war natürlich die Kultusball waren auch nicht viel los. So, der nächste Herr, der sich unserem Team nähert und jetzt nochmal alles gibt, mit der Nummer 2, der Burgstaller Georg aus Oberbaufuss, und auch er ist heuer das 10. Mal dabei. Herzliche Gratulation. Da gibt es nochmal heute einen Ehrenpreis für all jene, die wirklich das 10. Mal daran teilgenommen haben. Herzliche Gratulation. So, ich sehe wieder eine Dame. Mit der Nummer 10 kommt da die Schmidt-Karin ins Team. Und verfolgt wird die Karin von ebenso von einer Dame. Mit der Nummer 65, die Sieben Simone aus Fomp. Bravo. Als nächstes nähert sich da einer mit einem RSV-Trikot. Mit der Nummer 5, er gibt nochmal alles, bitte lauten Applaus. Probiert nochmal ein paar Sekunden aufzuholen, ganz super. Der Oblasser Simon aus Wehr. Er war auch heuer bereits beim Schüler-Kultusball-Klassiker und jetzt auch beim Run. Ganz super. Simon, machst du einen Jankerhuller ineinander, hä? Ja, weil der Wind fährt. Gleich an. Im Simon. So, die nächste Nummer mit der Nummer 7. Der Corrigan Justin. Und beim Justin gibt es auch eine Besonderheit. Nämlich bei der 15. Auflage vom Kultusball Run ist der Justin heuer das 15. Mal dabei. Also, er hat immer eingebissen
und war wirklich jedes Jahr seit 2004 dabei. Herzliche Gratulation für Corrigan Justin. Bravo! Ja, der Bier hofft, oder? Werden wir es dir geben, oder? Hi, Janik. Hi. Hallo, Chris. Hey. Der Chester wird verfolgt. Von der Nummer 21, der ist noch kurz überholt worden. Der Scheiding-Sängerin aus Wehr, er war auch beim Junior Kolfinger Classic schon dabei und jetzt auch beim Landschaft-Sängerin mit der Nummer 32 bis 3. Julia aus Innsbruck. Mit der Nummer 16. Die Scheiding-Caroline aus Wehr, sie ist die Tiroler Vizemeisterin 2018 beim Mountainbike Cross Country Elite. Bravo, Karl, super! Geschafft! Bitte! Bitte! Du, super Zeit! Nicht schlecht! Und jetzt nähert sich mit der Nummer 62 die Maya Ingrid Essin. Sie ist die Mama von unserer heutigen Siegerin von der Maya Andrea. Und sie hat auch noch den Billy mit der Nummer 89 dabei. Es freut uns, die Andrea hat gesagt, heute muss die Mama auch dabei sein. Super Leistung, bravo, herzliche Gratulation. Die Maya Ingrid, die Mama von der Andrea, die auch heute wieder gewonnen hat und die ja nach wie vor auch die bisherige Bestzeit bei den Damen aufgestellt hat. Hast du gewonnen, die Hundewertung? Hast du die Hundewertung gewonnen? Ja. Super warst du, Freunde. Hast du die Hundewertung gewonnen? Ja. Hast du die Hundewertung gewonnen? Ja. Du, gratuliere! Super cool! Mit der Nummer 109 nähert sich dem Ziel die Roland Kerstin aus Axam. Sie ist die zweitälteste Teilnehmerin. Herzliche Gratulation. Ganz bitte. Und dahinter. Kim? Den kennen wir, was da kommen. Da ist die Mama schon. Mit der Nummer 14, die Stöckelgitti. Die Stöckelgitti aus Wehr, sie ist heute das 9. Mal dabei. Und dahinter, mit der Nummer 22, die Spira Irina. Sie ist heute das 14. Mal dabei und ist die älteste Teilnehmerin beim Kölsers Bergland. Bravo, unglaublich super. Und gleich dahinter noch der Stöckelfreund. Heuer das 12. Mal dabei und er hat mir in der Verlierer schon gesagt, er wird halt Schluss nicht machen. Und ich glaube, er hat es dabei verlassen. Bravo, herzliche Gratulation. Nein, stopp. Stopp, das war jetzt wieder der Fehler. Zwei Damen kommen noch. Ganz super, alle machen da richtig. Also eine super Leistung, wenn man da auch sagt. Gerd oder Lass, das ist super, wenn man das schafft. 590 Höhenmeter, eine Spitzenleistung und herzliche Gratulation an alle, die dabei sind. Das ist ja Wahnsinn. Super, bravo, bravo. Panorama-Bild. Ja, Finn, ich könnte gerne mal über den Tee holen.
Mit Hund allerdings. Mit Hund. Ja. So, jetzt wird es nochmal spannend da hinten. Bitte nochmal einen lauten Applaus. Für die zwei Damen, die sich da noch im Ziel nähern, da haben wir mit der Nummer 80, die dann sich sogar gegenseitig motivieren, das ist ganz super. Mit der Nummer 80, die Petra Kojara aus Kölsas und mit der Nummer 81, die Petra Carlotta aus Kölsas. Ganz super, dass ihr dabei seid. Herzliche Gratulation und nochmal einen lauten Applaus für euch. Es ist super, wenn sich auch Damen und Herren aus Kölsas und wer uns beim Kölsasberg überwinden, den Strapazen auf sich zu nehmen und beim Kölsasberg weiter dabei sein. Es ist immer super, wenn auch von uns viele dabei sind. Ja, das war der Kölsasberg Run 2018, die 15. Auflage. Die Preisverteilung findet um 13.30 Uhr in Jägerhof statt. Und danke nochmal an alle, die dabei waren und danke an alle Helfer und Helferinnen. Ja.